Hallo, liebe Freunde des gepflegten Echtzeit-Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Anno 1404 mit Vanori. Huhu. Und bei mir haben am Ende der letzten Folge noch irgendwelche Bettler gesagt, lass uns rein. Und ich sage, nö. Noch ist wer unser Los. Lass uns rein. Nein. Noch ist nicht aller Tage ab. Oh, und ich kriege wieder einen Ruf Personen von Schmalzi. Standes haben eben. Vermutlich, weil ich die Bettler abgelehnt habe. Mein neues Handelsschiff ist jetzt wieder da. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du schnellstmöglichst da oben die. Meine Typen Flotte ist unterwegs. Also, die ist da. Also, ich fahre. Er fährt. Er ist auch gleich weg. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Lasst mich euch ein wenig an den Armen greifen. Tja. Zack, und schon steht die Hunde. So muss es sein. Der Erfolg dieser Angelegenheit hängt von eurer Unterstützung ab. Aus. Nächster Auftrag. Flüchtlingsschiffe, nee, sorry Junge, aber meine ganzen Kriegsschiffe sind momentan damit beschäftigt, Waren hin und her zu schieben. Deine Kriegsschiffe? Ja. Ich habe nicht genug Handelsschiffe. Für irgendwas müssen die ja gut sein. So, und ich wollte ja in der letzten Folge hier endlich noch eine große Noria bauen. Aber da haben wir ja das Mosaik dazu gefehlt. Beziehungsweise, ne, brauche ich tatsächlich gar nicht. 10 Minuten, ja. Sieht doch ganz gut aus hier. Ich komme langsam aber sicher voran. Eigentlich könnte man das auch alles hier machen. Meine Zeit wird noch kommen. So flüstern es die Engel. Oh Gott, jetzt muss ich auch Gewürze haben. Jupp, danke für die 2 Ruf. Der Sultan erlaubt euch, diese Gebäude zu errichten. Irgendwas haben die hier verzettelt, weiß ich auch nicht. Ah, es ist doch doof. Da sind die 2 Zentimeter entfernt hier vom nächstbesten Angriff auf irgendein Gebäude und protestieren dann, dass sie das nicht angreifen können. Die sind einfach nur zu faul, die Leute. Das ist alles. Ich optimiere hier gerade wieder bei mir auf der zweiten Orientinsel. Endlich, endlich. Ente, Ente, Ente. Ente, 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 Ente. Falsches Spiel, mein Freund. Was? Nein, genau das richtige Spiel. Warum produzieren die nur auf 71%? Das finde ich nicht schön. Wer produziert nur auf 71%? So eine Ziegenfarm von mir. Weil die wohl gerade am Rand von der vom Einzugsgebiet der Noria sind. Da müssen wir mal ein bisschen hier ein bisschen entgegenwirken. Komm schon. Jetzt mache ich 800 plus. Das gefällt mir. Ja, das gefällt mir. Mach dich ja nicht lustig. Nein, brauch ich doch gar nicht machen, Mensch. Sorge ich selber dafür, meinst du, ja? Ja, natürlich. Was? Volk sehnt sich nach was für ein Volk, Mensch? Wenn es weiter nichts ist. Nach Besitztümern, lass mich raten.
Nee, nach Gemeinschaft. Na, da hast du irgendwo den Marktplatz nicht richtig angeschlossen, würde ich sagen. Salam alaikum. Nö, ich übernehme hier langsam Stück für Stück, schmeiß hier seine Insel, seine Infrastruktur ist einfach nur für die Ritze. Ach so. Jetzt gib endlich her! Ritze, 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 Ritze. Glück gehabt, wurde schon ungeduldig. Ein kaiserlicher Prunkharnisch habe ich jetzt hier gerade bekommen. Auf welchem Schiff ist denn der gelandet? Vor allem, was macht der? Was ist das? Verbessertes Geschoss habe ich ja schon auf dem einen Schiff. Auf ihrer Insel ist ein Sandsturm aufgezogen. Wo denn? Ach, du ahnst es nicht. Auf meiner Hauptrolle. Och, oh Herr, Mensch. Hast du dir ein Sandkörnchen eingefangen? Halt die Klappe. Soll ich dir eine Ladung Staubwedel rüberschicken? Sense. Warum habe ich hier eigentlich eine Entermannschaft drauf? Verstehe ich nicht. Lass mir doch meine kleine Freude. Wo ist das kaputte Schiff eigentlich? Ach da. Das ist noch gar nicht da. Wo ist dieser kaiserliche Prunkharnisch? Verstehe ich nicht, aber wir nehmen erstmal das Geschoss und schieben es auf ein anderes Schiff. Was? Wir schieben es auf ein anderes Schiff? Naja, ich habe hier irgendwie auf einem Kriegsschiff zwei verbesserte Geschosse drauf. Das ist ja irgendwie Blödsinn. Okay. Weil man hat ja nur einen Slot. Jetzt mache ich wieder bloß 360 plus. Das ist. Ach, ich glaube, das liegt jetzt an dem Sandsturm, weil die auf meiner Orientinsel pissig sind gerade. Der Hassan, der geht mir so ein bisschen auf den Keks. Ich muss hier mal ein bisschen was umbauen. Das funktioniert so. Ein Mitspieler verliert einen Ratssitz durch einen Kontrahenten. What? Huch, Marie was ist kauft, passiert? Marie kauft auf Schmalzis Hauptinsel Ratssitze. Ja, soll sie mal machen. Wo hat denn der sein Konto da eigentlich mittlerweile? Hat der überhaupt noch ein Konto? Nö, der hat kein Konto mehr. Das Wie ist kann ja man denn da Ratssitze kaufen? Ja, indem du einfach auf so ein Markthaus von der Ratsversammlung hat die Macht. Krass. Also die nutzt die Gelegenheit, ne? Ja, bringt dir nur nichts. Der Witz der Sache ist, wenn die jetzt anfängt, hier das Ding da aufzukaufen und die hat das, dann interessiert mich das einen feuchten Furz und ich marschiere einfach weiter. Und hoffe dann natürlich auf deine Unterstützung. Ja. Ja, heißt so nach dem Motto so, haha, versuch's ruhig. Ne? Was krieg ich denn dafür? Kannst am Ende den Schlüpfer von der Marie haben. Oh. Die Fischtheke. Oh wo je. Sind wir hier nur gelandet? Wo ja, sind wir hier nur gelandet? Im niveauvollsten Let's Play ever. Oder auch nicht. Wir toppen das Niveau von Sacharzar und Kronk. Ach. Die haben noch wesentlich mehr Niveau als wir. Kannst du mir doch nicht erzählen. Habe ich ehrlich gesagt lange nicht mehr geschaut bei denen. Also zumindest kein LPT von denen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch was machen, momentan. Ich glaube, die haben gerade die dritte Staffel Forest die laufen. Die Details bleiben besser unter uns. Interessant. Ja, Forest war eh nicht mein Fall. Ja, ich habe es ja wie gesagt ein paar Mal Let's Played, aber ist jetzt auch nicht unbedingt. Also es macht schon mal Laune, aber dauerhaft wüsste ich auch nicht, warum ich es spielen sollte. Tja, ist wahrscheinlich so ähnlich wie mit Minecraft, ne? Man weiß nicht warum, aber man tut's irgendwie. Ja, das trifft's ganz gut. Ich warte ja eigentlich jetzt nur drauf, dass die Bettler mich angreifen, aber sie tun's nicht. Ah, warte mal noch 3-4 Folgen, warte mal. Glaub mir, warte mal.
Okay, ich warte. Das hat bei mir auch einige Folgen gedauert und dann auf einmal kamen sie an. Die kleinen Stinker. Aus dem Nichts. Na, wie die kleinen Sträuche. Dieser Sandsturm könnte sich schon mal wieder verziehen. Ach, ich habe übrigens die kaiserlichen Prunkhaar nicht gefunden. Was? Und was tut es? Verstärkt das Heer auf einer Insel gegen feindliche Angriffe, schützt und gibt dem Heer Mut. Erhöhte Trefferpunkte 30%. Muss man scheinbar im Kontorslot haben. Das heißt, man braucht aber auch erstmal einen Kontor auf einer Insel, die man angreift. Beziehungsweise wenn, dann auf der verteidigenden Insel. Na gut. Ja. Wollt ihr euch etwas anerkennen verdienen? Oh, egal, Gabibibi, komm jetzt. Ich habe jetzt genug Aufträge gemacht. Was, der will einfach nur 11 Pelzmäntel haben? Ja, komm, das schaffst du doch, oder? Wie viele Minuten habe ich denn? 29. Oder reicht die Zeit dann noch, um noch ein Schiff zu bauen, mal eben? Womit ich dann rüber transportieren kann. Irgendwie ist mein Holz in letzter Zeit so gesunken. Ich könnte auch mal wieder meine Holzdinger anwerfen. Die habe ich ja irgendwie teilweise hier auf stillgelegt. Ja, ich weiß auch warum, weil nämlich die Kanonengießerei bei mir auf Dauerbetrieb sind. Immer für eine Überraschung. Ja, die fressen natürlich. Ja, aber die Kanonen bringen ordentlich Knete. Ich weiß gar nicht, ob ich schon welche verkauft habe. Ich guck da mal gar nicht auf die Meldung so genau. Na doch. Also die Kanonen, die gehen erstaunlicherweise gut weg. Erst habe ich kein Glück. Und dann kommt auch selbst der dazu. Selbst Naughty Burg hat welche gekauft. Naughty Burg, der ist doch mal so friedlich. Keine Ahnung. Produktion kommt zum Erliegen. Vor allen Dingen bringen die 420 pro Stück. Das ist krass. Womit kann ich denn nochmal diese Kriegsmaschinen herstellen? Wie hieß das Ding? Das war die Kriegsmaschinenwerkstatt. Aber offensichtlich. Ich muss mal gucken, ob ich so ein Gebäude habe. Das ist bei den Adligen. Produktion, wo sehe ich denn das jetzt hier? Bedürfnis nach Besitz, Kleidung, Nahrung, Baumaterial. Kriegsmaschinenwerkstatt, ich habe eine. Ich finde sie nur gerade nicht, die läuft auch. Wo habe ich die denn? Ach hier, die ist stillgelegt. Dann werfen die mal wieder an. Warum wird die Seilerei hier nicht abgeholt? Lass mich raten, weil Seile voll sind? Nö. Weil einfach bloß keine Kapazitäten hier höchstwahrscheinlich frei sind, um das Zeug abzuholen. Na gut. Das gefällt mir. Der Sandsturm ist Gottlob vorüber. Na endlich. Da wurde mal Zeit, ja. Der Oher, der braucht echt mal eine Verschnaufspause hier. Ja, das hat schon. Das, ich hab, man, das hat, abzufangende Schiff wurde versenkt. Man hat das beim Geld schon gemerkt, ne? Also die ganzen Orientadlichen da, hier die Gesandten, die waren alle pissig, weil die Gebäude nichts mehr produziert haben. Das ist dann schon ein Problem. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ja, das ist durchaus Mist dann. Aber jetzt produziert er wieder alles und jetzt sind sie auch wieder. Ja, das wird schon wieder. Das läuft doch alles hier. So langsam aber sicher kann ich echt die Insel von dem Stück für Stück übernehmen. Der hat aber immer noch viel zu viele Türme und sowas hier rumstehen. Das wird noch ewig dauern. Ja, das wird noch wirklich, wenn ich es sehe. Aber immerhin, ich habe jetzt. Ich habe jetzt in den letzten. Also in der letzten Folge und dieser Folge habe ich es hingekriegt, 1, 2, 3 Türme und einen Torbogen von dem Platz zu machen. Und dann kannst du mal ausrechnen, wie lange das so dauert. Aber ich finde übrigens die Bauweise von den Mostereien finde ich sehr interessant. Ja, kannst du dir mal abgucken. Und auf meiner Orientinsel habe ich auch eine sehr, sehr gute Art gefunden, wie man Gewürz und sowas anbaut, ziemlich platzsparend. Oh ja, da, ich sehe es. Das kannst du auch übrigens auf alles, was 5 Felder, also 5 von diesen Felderdingern, die bauen muss, kannst du das auch anwenden und die laufen trotzdem auf 100%.
cool. Ne? Ich glaube, ich setze das erstmal bei den Mostereien um, weil da könnte ich es nämlich... Obwohl, das Lied schon... Allah segne euch, Freunde. Da müsste ich jetzt komplett Umbau hier machen. Kostet ja nichts. Stimmt auch wieder. Nur die Anlaufzeit musst du halt... Naja, gut. Sieben, sechs, fünf, vier. Muss ich erstmal Platz schaffen. Dann bauen wir mal die Seilerei am besten mit hier hoch. Weißt du, hier steht so eine dämliche Mauer rum. Und er sagt mir, wenn ich die abreißen will, sie besitzen dieses Gebäude nicht. Ich will es auch gar nicht besitzen, ich will es abreißen. Jetzt muss ich mir mal angucken, wie das genau aussieht. Huch. Wo habe ich das gerade bei dir gesehen? Erstmal hier. Also ein Markthaus und dann... Na, ich werde es schon verkacken. Dieser bedeutsame Auftrag, mit dem ich euch... Ich bin froh, dass ich euch... Noch mehr Glas. Ich habe ein bisschen Ruhm gekriegt und ein bisschen Geld von dem. Dafür, dass ich den Elfpelzmäntel dahin geschmissen habe. Hätte ich ruhig was mehr raushauen können. So, dann sagt er hier ein Markthaus in die Mitte. Tja, würde ich mal sagen, weiter geht's. Okay, ich gucke noch mal. Und dann an die anderen Enden die Mostereien. Also dann hier, okay. Halt. Ich rede gerade in mir selber. Ja, ich mache ich auch die ganze Zeit. Du hörst das nur nicht. Okay. Was? Man greift eines meiner Gebäude an? Das ist keine das ist kein Gebäude, das ist eine Armee, du Horst. Mensch. Also das Spiel hat's echt nicht drauf. Das muss noch eine Menge lernen. Okay. Was ich schön finde, ist, dass die Armeen sich wirklich mit der Zeit wieder regenerieren, ne? Baubereich ist blockiert, warum das denn? Achso. Ich muss jetzt hier immer mal hin und her switchen, mir das abgucken. Okay. Also an den Längsseiten, dort wo die Wege sind. Was bringt einem eigentlich dieser herrschaftliche Palast? Es ist mir wie immer. Das weiß ich nicht. Einfach nur weil es schön aussieht, vielleicht? Einfach nur weil es schön aussieht, baue ich doch nichts. Oder vielleicht doch. Ah, damn it. Jetzt muss ich also einmal eins verrücken. Nein. Irgendwie haut das nicht ganz hin. Sieht alles momentan recht gut aus. Meinst du nicht auch? Im Moment kann ich mich ehrlich gesagt nicht beschweren. Ich versuche ja noch gerade das Zeug nachzubauen, was mit den Mostereien. Okay. Zum Glück kriegt man ja das Geld immer wieder. Ich hatte mich gerade um ein Feld verbaut. So. Na. Ja, dann wir das hier nehmen. Ich vertick jetzt den ganzen Schwachsinn, den der Schmalzi da auf seinen Inseln da gelagert hat. Machst du richtig. Braucht doch echt kein Schwein. Ja, okay, Glas verkaufe ich jetzt nicht.
Na. Ich hab's gleich. Vor allen Dingen, man spart ja auch, also man muss die Markthäuser höchstwahrscheinlich nicht so stark upgraden, ne? Weil ein einfaches Markthaus mit den vier Dingern klarkommt, schätze ich mal. Ja, das kommt damit komplett klar. Das ist so schön. Ich helfe euch gerne aus. Allerdings steht das Markthaus jetzt hier ein bisschen im Weg. Hä? Der hat hier auf einer Brotinsel sogar maximal Gewürze gehabt. Das ist nicht wahr. Ich habe zwei von diesen tollen Inseln, die er hatte. Wo er alles Mögliche drauf eingelagert hat, was kein Schwein braucht. Es ist herrlich. Es ist einfach herrlich. Ja, und Naughty Bird gefällt das. Ich fühle mich wie so ein Ramschladen gerade. Sogar Papier hat er hier auf den Inseln. Und Gewürze und alles mögliche. Das ist echt nicht wahr, ey. So, 4 von 4. Ach, hier haut es noch nicht ganz hin. Oh, guck mal, Schmalzi will mir 5220 Gold anbieten, um Frieden zu schließen. Nein. Sehr, sehr großzügig von ihm. Also da muss er schon mit einer halben Mille ankommen, bevor ich da ja sage. Die würde er wohl einfach nicht haben, schätze ich mal. Ja, die würde er auch nicht haben. Aber warum sollte ich dem überhaupt einen Friedensvertrag anbieten, wenn er nachher eh wieder anfängt, irgendwie gemein zu sein zu mir? Hallo, ich bin ein empfindliches Wesen. Und das ergibt irgendwie überhaupt keinen Sinn. Aber soll ich dir was verraten? Wir sind schon wieder über die Folgenlänge hinaus. Oh, ja. Leid tun tut mir das irgendwie nicht. Wenn es euch gefallen hat, ja, lasst uns ein Däumchen nach oben da. Schreibt beim Van Ori rein, was er für ein Flohmarkthändler ist. Ich verkaufe sie alle. Deine Mutter auch. Jetzt geht das schon wieder los so, hier. Getastet. Und ja, dann sehen wir uns wieder zur nächsten Deine-Mutter-Folge mit Van Ori und O'Hare. Jetzt kannst du erzählen, Hassan Ben Sahin. Tschüss.